In Potsdam startet heute die vierte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Inzwischen liegt ein unabhängiger Schlichterspruch vor. Ob damit aber ein Kompromiss erzielt werden kann, ist weiter offen. Der Beamtenbund sprach von einer Grundlage, aber keiner Lösung. Es geht bei den festgefahrenen Tarifverhandlungen um die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Erst gestern hatten ja Warnstreiks wieder mehrere Flughäfen lahmgelegt und auch den Bahnverkehr von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags. Allerdings sind dies separate Arbeitskämpfe.